Ich könnte dann auch nach links und rechts blicken. Auch der Wald ist da dann durchsetzt, einfach nur schwarz weggefault, wo kein einziger Baumstumpf, kein einziges Gras mehr wächst, einfach nur schwarz. Seht euch das an. Das ist kein gutes Zeichen. Schöne taumerische Wälder waren das mal. Der Streifen ist ungefähr 5 Meter breit. Könntet ihr dann normal drüber gehen, reiten, wenn ihr das wollt. Muss mal genauer inspizieren, dann näher rangehen. Riecht es irgendwie anders oder vom Es Geruch? riecht und stinkt hier sowieso krank ekelhaft. Gelbe Luft sticht in der Nase, tut weh beim Atmen, so einen rasselnden Husten habt ihr mittlerweile auch entwickelt. Was mag hier wohl durchgezogen sein? Magie, Dämonen, irgendwas dazwischen. Sucht das euch aus. Vermutlich sogar beides. Sollen wir nur tun, Mauricio? Wir eines Tages das Land zurückerobert haben und so etwas hier immer noch aus dem Land verpestet. Frage mich, wer kam es? Kann man eine Richtung erkennen aus dem Strich auf der Landschaft oder weiß ich nicht. Also es ist orthogonal zu der Straße, das heißt in so ungefähr 90 Grad Winkel zu euch. Liegt Kannst meiner wo herkam würfel, würfel mal wirklich. eine Rechnenprobe. Wenn ihr eine magische Untersuchung vornehmen wollt, dann tut dies bitte jetzt. Ansonsten werden wir wohl weiter reiten müssen. Denn wir sollten kaum die Straße verlassen. Das Ding hat auch eine leichte Krümmung. Es ist kein gerader Strich, es ist eine leichte Krümmung vorhanden. Bei einem sehr, sehr großen Kreis, mit dem großen Radius ist die Krümmung natürlich etwas kleiner. Aber du würdest wohl vermuten, dass das Zentrum dieses Kreises weiter im Süden liegt. Seht Jetzt ihr müsstest du dieses? natürlich die geografischen Dinge mit deiner Karte nochmal abarbeiten. Aber dadurch, dass du keine hast. Es scheint Teile eines etwas Größeren zu sein. Seht ihr diese leichte Krümmung? Es deutet auf einen Wirbel. Erinnert euch doch noch an diese Wirbel, die wir kurz hinter Garad entdeckt haben. Ja. Vielleicht deutet das im größeren Maßstab. Fallen hier dann etwa auch die Vögel vom Himmel? Gibt Bitte? es denn, ich blicke mal nach oben, gibt es denn noch Vögel? Und du kannst keinen einzigen sehen, keinen einzigen hören. Vielleicht ist das der Grund, warum wir keine mehr sehen. Vielleicht sind sie alle hinuntergefallen, weil sie hier gegengeflogen sind. Was ich wissen will, ist es gefährlich? Das scheint nicht so, nein. Scheint eher in einer ein Residual, ein Rest zu sein von etwas, was hier durchlief. Umso besser. Dann weiter, ich will morgen in Jolgamax sein. Aber ihr sollt trotzdem rübersteigen über diese schwarzen Streifen. Noch einmal bitte. Ihr solltet rübersteigen über diese schwarzen Streifen, sie nicht berühren. Wer weiß. 5 Meter lang. Ist das ein Sprung, den Bisra wohl schafft? Das ist bestimmt ein Sprung, den Bisra wohl schafft. Naja, wenn Menschen das schaffen, dann schaffst du das wohl auch. Wird drüber gesprungen. Nur so zur Sicherheit. Und damit er mal springt. Und dann kommt weiter, weiter. Können die Esel auch springen? Nein, die Esel können nicht springen. Das heißt, während Jalan dann einmal Anlauf nimmt und drüber springt, könnt ihr ja drüber laufen. Asche, die weiter nach oben stiebt, aufgewirbelt wird, aber sonst passiert nichts. Na gut. Ja, vorsichtig und langsam, um nicht zu viel Asche aufzuwirbeln. Mit langen Schritten überschreite ich diesen 5 Meter breiten Streifen. Halt dabei die Luft an. Nach etwa 2 weiteren Stunden könnt ihr auch erkennen, dass immer mal wieder die Wälder abgelöst werden durch ziemlich große Ameisenhügel oder Termiten, die hier nach oben wachsen. Einfach Erdhügel mit einigen Löchern drin, wobei es daraus auch wieder ekelhaft dampft. Gase, die raus pulsieren, ja einfach in kleinen explosionsartigen Wolken nach oben schießen. Aber ansonsten auch keine Ameisen, die ihr hier erkennen könntet, keine Termiten, die hier rauskrabbeln, keine Insekten. Wir wissen nicht genau, wofür diese Bauten sind, aber sie erinnern euch zumindest ziemlich stark an Insekten. Und dann, ja, nachdem ihr diese seltsamen Gebilde
einfach ignoriert habt oder kurz drüber diskutiert habt, verschwinden sie auch einfach wieder. Wenn ihr weitergeht, findet ihr keine weiteren Anzeichen. Der Wald wird wieder ziemlich dicht, wuchernd. Die Straße besteht hier nur aus einer etwa 3 Meter breiten Kiesstraße, war wirklich nie vergleichbar mit einer Reichsstraße. Sehr, sehr ungepflegt. Auch die einzelnen Nesseln, die hier weiter zuwuchern, Äste, die herunterhängen, euch streifen. Ihr habt ein bisschen auch das Gefühl, dass wenn ihr weitergeht, die Bäume auf euch zuwachsen. Vielleicht auch sich ein bisschen euch annähern von den Stämmen. Dass es alles ein bisschen enger wird. Und das hat nichts damit zu tun, dass sich die Straße selbst verengt, sondern dass die Bäume zu euch ranwandern, als ob sie euch zerpressen wollten. Ich schau allenthalben mal nach links und nach rechts und versuche einen Baum beim Gehen zu erwischen. Bewegen die sich? Arichi, habt ihr das gesehen? Die Stämme selber wohl nicht, aber wenn du nach oben guckst, die Äste und Zweige bewegen sich sehr wohl. Gerade auch ein bisschen auf dich zu, erinnert dich ein bisschen an den Baum der Dämonenarche, der ja sich auch krümmen konnte. Wollte nicht. Erinnert euch an das Dorf, an diese Pflanze. Wer weiß, was diese Bäume, oder was das wohl sein mag, hier übertragen. Du hast nicht wirklich gesehen, dass sich die Stämme bewegen, aber es ist irgendwie enger geworden. Wir sollten uns beeilen. Jetzt ist das nicht geheuer, aber umdrehen können wir wohl kaum. Weiter, weiter. Nicht bummeln da hinten! Und verlasst nicht den Weg, auf keinen Fall. Das gilt so oder so. Ja, wir machen doch so schnell wie wir können. Beine sind halt nicht so lang. Nach einer weiteren Stunde der Reise könnt ihr vor euch erkennen, dass da wohl ein riesiges Wesen auf die Bäume oder auf einen Spieß aufgesteckt worden ist, von unten gefählt. Ein Oger. Ein Oger, der dort steht, und wenn ihr näher kommt, könnt ihr wohl auch erkennen, dass er aufrecht, naja, stehen tut er nicht wirklich, er wurde wohl an einen der Bäume gehangen mit einem ziemlich dicken Tau, nach oben gezogen und von unten aufgespießt. Und wenn ihr weiterkommt, könnt ihr auch erkennen, dass ein fetter, wulstiger Leib, der Bauch, aufgeschnitten. Da hat wohl irgendjemand eine Nachricht reingeritzt. Ich soll keine Menschen fressen. Die Maden, die darin sitzen, hat man wohl auch mit Salz eingerieben, damit es nicht zuwächst wieder. Scheint die Maden selber wohl nicht zu stören, die sich da an dem Fleisch laben. Eitrig. Ha, seht euch das an. Selbst die allerfinstersten Mächte wissen auch, dass Oger eine Landplage sind. Ich habe auf der Reise gehört, dass dieser Galotta wohl irgendwas mal mit Ogern zu tun hatte. Ist das richtig? Ja, die Oger aus... Ich glaube, aus der Schwarzen Sichel war es. Sie mit Magie aufgestachelt. Sie sind nach Resilia gezogen und haben die halbe Stadt eingerissen. Und aufgefressen. Und danach haben sie Yolgomak gegründet? Nein. Danach hat man die Stadt natürlich zurückerobert und sie wunderschön und blau wieder aufgebaut. Ist sie dann... Und dann wurde sie schon wieder erobert. Schon wieder. Die mussten sich hart anstrengen, um uns die Stadt abzunehmen. Das glaubt aber wohl. Eine Dämonenarche brauchen sie, um die Mauern einzureißen. Nun, geschafft haben sie es ja scheinbar. Was hat sie mehr gekostet, was sie gewonnen haben? Hat euch das nicht das Auge gekostet? Ei. Aber ist es nicht seltsam, dass der gleiche Magier die Stadt zweimal angegriffen hat? Was sucht er in Isilia? Rache sucht er, ja. Am Reich, an Dobrim, wer weiß schon an wem. Vermutlich an allem. Aber hat ist er nicht in Isilia? Isilia relativ unwichtig für das Reich? Da gibt es doch wesentlich bessere Ziele. Immer die Hauptstadt des stolzen Dobrims. Die Knappenschule stand da. Und die Bannakademie. Nun ja, aber Valusa ist doch ein viel besseres Ziel, viel größer. Valusa gehört zum Bornland. Das mag sein, aber ist trotzdem ein reicheres Ziel, ein Beute. Gab es da nicht dieses Beilung noch? Da ist Drachenmagie Beilung verboten. Beilung ist jede Magie verboten. Der Herr Preuers wacht darüber. Ja, aber ist das nicht eine größere Stadt? Die Städte waren zu diesem Zeitpunkt schon gefallen. Zumindest zum zweiten. Ich nehme an, als er seinen Ogerzug ausgelöst hat. Vielleicht war er sie ja am nächsten.
Vielleicht war es für ihn am leichtesten zu erreichen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Wer weiß das schon. Ihr könnt ihn auch fragen, wenn wir da sind. Meint ihr wirklich, er würde uns ein Gespräch gönnen? Ich würde gerne verzichten. Ja, und beim zweiten Mal war Isilia dann noch die letzte Bastion im Grunde. Alpireine Pfoten war ja damals ein kleines Kaff. Da ist er dann höchstpersönlich, ist er zur Bonn-Akademie hochgelaufen und hat den Angriff mitgeführt. Bei Bereine Pforten? Nein, in Isilia. Ach so, du meinst Jolkomak. Jetzt heißt es so, ja. Und war damals noch nicht. Ich verstehe die Menschen nicht, Torgosch. Wenn wir hier fertig sind, wird es vermutlich von beidem gar nichts mehr geben. Gehen wir weiter. Ich will nicht dran denken. Weitere 2 Stunden der gruseligen Reise. Die Bäume werfen unheilige Schatten, die sich bewegen. Auch wenn die Bäume es selber nicht tun, aber die Schatten scheinen mit euch zu sprechen. Wie sie auf den Boden fallen, wie sie mit ihren Händen nach euren Füßen greifen. Und dann könnt ihr vor euch erneut einen kleinen Aufbau sehen. Es scheint sich dabei wohl um 2 ja, hölzerne Palisadentürme zu handeln, die links und rechts der Straße aufgebaut sind, direkt an den Waldrand, sodass die Verengung hier auf 2 Meter, sodass nur ein ziemlich kleiner Wagen hindurchkommen kann, zur Kenntnis. Und auf diesen beiden Türmen, links und rechts jeweils, 2 Krieger. Das sind die Türme von Jolkomak, scheint das so zu sein? Nein, das kann doch nicht sein. Sagt Apollon so vor sich hin, oder? Ist das schon Jolkomak? Was man, wir sind noch nicht ansatzweise da, nein. Achso. Es sei denn, die Stadt ist in den letzten paar Jahren um knappe 30 Meilen gewachsen. Vor allem fehlt ein See. Erinnert euch doch bestimmt, Isil liegt an einem See. Ihr könnt gerade erkennen, während ihr auf dieses hölzerne Konstrukt zugeht, wie wohl dahinter, wie gesagt, jeweils 2 Krieger, die darauf stehen, mit Rüstung, allesamt mit rot-schwarzem Waffenrock übergezogen, wie wohl hinter diesem Konstrukt von der Waldseite aus 2 Hunde herantreten und euch dann anknurren. Beziehungsweise es ist ein Hund mit 2 Köpfen. Schwarz, die Karmantie von Sucremor. Ich ziehe mir meinen weißen Hetzermantel mal ein wenig enger um die Schultern. Den feurigen Vater zum Gruße. Was treibt euch hierher? Ihr seid auf dem Weg zum Turnier? Feurigen Vater zum Dank, in der Tat. Wir sind auf Durchreise. Ausgezeichnet. Es sind nur noch wenige Kilometer, aber werdet ihr vermutlich mit eurem Fußvolk nicht schaffen, hoher Herr Dunkelstein. Das fürchte ich auch. Kann das Pack hier irgendwo nächtigen? Etwas die Straße runter. Oh, ihr habt wohl noch 5 Meilen, das werdet ihr heute noch schaffen. Dort könnt ihr dann einfach in der Galeerenbrecher bleiben. Haben sie wohl mittlerweile umgebaut. Zum Algenpfuhl heißt es jetzt. Die Gastwirtin ist etwas skurril, aber wer bin ich, dass ich mich über solcherlei Dinge mittlerweile aufrege? Ist ja heutzutage normal, nicht wahr? Oh, die Skurrilitäten, die wir hier jeden Tag sehen. Guter Witz, runter. Na gut, danke für die Auskunft. Ja, Kammann beschütze euch. Wo habt ihr denn Kratosch gelassen? Er wartet auf meinen Vetter vermutlich. Ach, euren Vetter? Aye. Ich hatte schon angenommen, ihr seid Morkan. Nein, ich bin Irodin. Richtiger Unterschied, ich bin vom Horn, er ist direkt aus Mendina, glaube ich. Aus Mendina? Irgendwie so unerkannt. Schon lange nicht mehr. Ja. Familie kam daher. Fahrer? Was? Bevor. Ihr wisst schon. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber wer bin ich, dass ich eure Familiengeschichte anzweifle? Also gut, ab hier wacht die Wulfengarde über euch. Wenn euch irgendetwas über den Weg läuft, dann einfach melden. Wir kümmern uns darum. Den Oger habt ihr sicherlich auch gesehen. Gute Arbeit mit dem. Kann nicht sein, dass die unsere Menschen fressen. Die brauchen wir schließlich noch. Wie viele habt ihr denn in diesem Monat gekriegt? Nur den einen? Naja, 5. Man sollte meinen, irgendwann würden es weniger werden. Ja. Haben sie damals an der Ogerpforte nicht alle besiegt? Laufen die immer noch rum?
Ich glaube, die wachsen hier auf Bäumen oder so. Wobei, wenn ich das so sehe, hat sich dieses Problem dann hoffentlich bald erledigt. Na gut, ruhige Wacht noch. Dann sehen wir uns beim Turnier. Ein paar Tage habe ich noch, dann werde ich abgelöst. Hoffe ich doch wohl. Gute Reise. Dann ja, weitergeritten. Der Kamanti knurrt weiter. Fies. Es ist fast mehr wölfisch als hündisch, mehr Daimonit als irgendwie ein Tier noch. Er weiß, dass ihr keine Dunkelsteiner seid. Er wittert euch. Aber auf einen einzigen Befehl hin von Rondradran, was auch immer das für ein Typ ist, was auch immer das für ein Krieger ist, der hier steht, in schwarz und rot gekleidet, könnt ihr passieren. Hinten drin, hinten sind weg. Sorry, den nehme ich mal zu Richo rüber. Das sind sie also. Galatas Schergen. Ja. Und ihr seid sicher, dass wir in dieser Schenke-Herberge übernachten wollen? Ich muss doch sehr bitten. Wenn ich mich irgendwo auskenne, dann ist es mit Dämonenarchen. Wollt wirklich in einer Dämonenarche übernachten? Die ja, von was auch immer Kreation bewohnt wird und geführt wird? Wollt ihr hier, Mauricio, hier draußen schlafen? Ich überlege gerade, was das schlimmere Übel ist. Wir wählen natürlich den Dämon, den wir kennen. Nun gut. Abgesehen davon, du weißt doch, was man sich über die hier erzählt. Solange man zahlen kann, machen sie meistens keine Probleme. Bin mir nicht ganz sicher, in welcher Währung sie unsere Bezahlung erwarten, aber... Warten wir es ab. Jemand versucht euch das Blut abzuzapfen, sagt Bescheid, dann kümmern wir uns drum. Ich habe mir um meine Seele Angst. Sollten wir auch alle haben. Aber ich denke. Ich denke, es ist trotzdem besser. Wir haben diese Gefahr bereits einmal wohl umschifft. Wohl wahr. Gut, lasst uns schnell weiter. Die Nacht anbricht. Von außen sehen unsere Magier eigentlich aus wie Magier? Eine Reisekleidung, also graue Gewänder. Also das Reisegewand eines Magiers oder nicht? Ein Reisegewand. Also mit arkanen Symbolen drauf, die Ort und Ziel und sowas beschreiben. Denn das ist das Reisegewand eines Magiers laut Beschreibung. Ein Reisegewand mit arkanen Symbolen, die. Gut, also du bist als Magier zu erkennen. Das heißt, wenn ja, jemand sagt, zeig mir dein Handsiegel. Dann erkennen die, dass du von der Weißen Magierakademie kommst. Ich habe Handschuhe an, wohlgemerkt. Ja, also wenn sie sagen, lass mal Siegel sehen. Das wird sich nicht vermeiden lassen, dann haben wir... Dann hast du hoffentlich eine gute Geschichte parat. Genau. Amenelaus sieht auch aus wie ein reisender Magier. Willst du uns die Geschichte jetzt mitteilen, oder willst du dir das irgendwie aus den Fingern saugen? Geschichte ist doch ganz einfach. Wenn das jemand fragt, nehme ich meinen Speer, ramme ihn durch seine Hand und dann kann ich sie die Hand nicht mehr zeigen. Das ist eine dumme Idee. Ich meine, ich denke, wenn ihr denen erzählt, dass ihr auf dem Weg seid, um an der Schule zu lernen, werden die euch zwar schief angucken und das Lehrgeld erhöhen, aber... Und ich bin einfach euer Leibmagier, eure Bedeckung in magischen Dingen. Euer Berater, wie ihr so wollt. Wir waren ja im Norden unterwegs. Es ist ganz gut, wenn einer aussieht, als wäre er von der Weißen Gilde. Da stellen die weniger Fragen. Echt jetzt? Das ist eure Geschichte? Torgosch, wollen wir zu zweit durch die Tore gehen? Ich kenne mich zwar mit Menschen nicht aus, aber... Wir gehen mit Ömer zusammen. Ömer, wollen wir zu dritt durch die Tore gehen? Also ich möchte mich jetzt wirklich dagegen aussprechen, mit euch gemeinsam als Gruppe durch die Tore zu gehen. Das scheint mir immer gefährlicher zu werden. Wobei sich trennen hier könnte weitaus gefährlicher sein, nochmal. Naja, also wenn die euch erwischen, werden die jetzt alle hinrichten. Also viel schlechter kann es vermutlich nicht laufen. Könnt ihr eure Hand unsichtbar machen? Nein, aber wir könnten unsere Gewänder wechseln. Wenn ich meine Lederrüstung anziehen würde, würde es helfen. Kein Mensch vermutet einen Magier in einer Rüstung. Was ist mit dem Stab? Den Stab kann man auch verwandeln. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ich dachte mir die ganze Zeit, wir können euch nicht verkleiden, weil ihr habt ja immer diesen Stab dabei. Ihr habt doch gesehen, dass ich diesen Stab verwandeln konnte. Am Bach, erinnert ihr euch?
Was sind denn die feine Rüstung? Du meinst diese Lederrüstung? Genau, diese. Ich hab nicht gesagt, dass das lang anhält. Dann speist du dein Gewand jetzt hier in die Büsche rein, oder wie? Nein, ich habe es natürlich unter meinen anderen Sachen kann man es bestimmt verstecken. Ömer, eine Robe. Ömer, also, ich bin dafür, wir gehen zu dritt durch das Tor. Zu viert, ich glaube, dass wir... Ragnar mitnehmen. Nein, Ragnar ist doch schon lange weg, dass wir Starkheit mitnehmen. Ragnar haben wir doch schon vor Ewigkeiten abgehangen. Richtig, stark. Ja, du meinst nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz muss ich wohl mit dem unflätigen Zwerg übereinstimmen. Ihr solltet das wohl nicht unten runtertragen. Falls man euch durchsucht, ihr versteht. Wir könnten Iolaos, könnten wir doch deinen Hetzermantel geben. Dann sieht er nicht mehr ganz so bescheuert aus. Wir können ihm auch einfach meinen Reisemantel geben, den Starkart gerade anhat. Er wird ihn wohl hier unten kaum noch brauchen. Ich könnte ihn auch was in der Hand tätowieren, dann ist es auf jeden Fall eine Ablenkung. Kannst du tätowieren, Torgosch? Ja. Die Führung, ich lasse mich doch nicht von einem verdammten Angoschi tätowieren. So weit kommt es noch. Das nun vertragt euch. Ich habe schon Motiv im Auge. Ich habe an zwei große Hämmer gedacht. Was hältst du davon? Gar nichts. Ein Hammer und eine Sichel vielleicht? Das klingt auch gut. Sehe ich wie ein Bauer aus? Es würde euch tarnen. Tarnung ist nicht alles. Gut. Kann man über dieses Zeichen überhaupt drüber tätowieren? Ich habe eine gute Idee. Wir schneiden euch beiden die Hand ab und dann, wenn wir in Koyukomak sind, dann nähen wir sie euch wieder an. Habt ihr völlig den Verstand verloren? Das kann der doch. Hat man euch mit der halben Körpergröße auch nur einen halben Verstand gegeben, oder was? Hast du mal gesehen, was Iolaos alles heilen kann? Na gut, wir nehmen die Hand. Und wie soll er etwas so kunstvoll heilen, wenn er nur noch eine Hand hat? Dann heilen sie sich gegenseitig. Keine Sorge, ich habe absolut kein Bedürfnis oder Nötigkeit dazu, mich zu verstecken oder zu tarnen. Ich werde einfach sagen, weshalb ich hier bin und damit die Wahrheit sprechen. Ich suche Wissen gegen einen gemeinsamen Feind. Und gegen wenn die Frau... Diener des Rattengottes. Jedenfalls, Arigio, werf das Ding doch weg. Meine Kleidung? Ja. Eure Kleidung, die in alle Himmelsrichtungen schreit, helft mir, ich bin Magier. Habt ihr denn nur das eine Gewand dabei oder habt ihr mehrere Gewänder dabei? Ich habe nur dieses eine Gewand dabei. Warum soll ich mehr Gewänder rumschleppen? Natürlich, weil wir auch gar nicht wussten, wohin wir gehen. Während ihr weitergeht, könnt ihr wohl auch erkennen, dass sich der Wald etwas lichtet und ihr wieder den Himmel erkennen könnt, der sich jetzt zugezogen hat. Die Sonne scheint nicht mehr, obwohl es eigentlich noch Tag sein sollte. Ja, zumindest früher Abend. Die Sonne sollte eigentlich noch zu sehen sein, aber trotzdem ist es einfach nur dunkel. Es scheint zwar noch Licht, aber ihr wisst nicht genau, wo es herkommt. So lang kam mir die Strecke gar nicht vor, sagt Abdullon, wenn er in den Himmel einmal schaut. Es fühlt sich für die Magier fast so an, als wäre man durch eine Globule geschritten in eine andere Dimension, aber es fühlt sich einfach falsch an. Ich habe doch nicht genau gewusst, wo jetzt dieser Übergang zu der Globule sein sollte, aber das ist nicht mehr der Himmel von, ja, geschweige Tobrien oder Aventurien. Das ist ein ganz anderer Himmel. Ach, komm her. Habt ihr es auch gemerkt? Durchaus. Nun, der Einfluss der Dämonen ist hier sehr, sehr stark. Wahrscheinlich ist die Grenze des Sphären schon sehr dünn. Wir sollten sehr, sehr vorsichtig sein, was wir jetzt tun. Wenn wir überhaupt noch auf Dere sind. Auf der rechten Seite von euch, immer noch etwas entfernt, werden wohl sicherlich noch 2 Meilen sein, wobei die Entfernung hier etwas täuschen könnten. Befindet sich ein großer, schroffer Hügel, schrägstehende Kalkplatten, Steilabbrüche, weitem Umland und darauf ein umgestürzter Baum, 70, 75 Schritt groß. Für den Eingeweihten zu erkennen als Dämonenarche mit 4 monströsen Holzhörnern und 8 knorrigen Spinnenbeinen. Eine gigantische Dämonenarche, weit, weit ab des Perlenmeers. Ohne Gewässer, hier gestrandet.
Pause. Seht ihr dieses Objekt auf diesem Hügel? Das wird wohl unser Herberge sein. Seid vorsichtig, was ihr anfasst, was ihr trinkt und wo ihr schlaft. Hütet eure Gedanken und hofft, dass unsere Gebieter bei uns sind. Die ganze Umgebung spöttert den Göttern. Du kannst nichts mehr vom Sonnenlicht sehen. Praios ist hier nicht. Bereine, Zar, Firun. Keine Chance. Du spürst nur noch diese Leere in deinem Herz und du spürst, wenn du deine Hände aneinander reibst, kurzes Knacken, Blitze, die entstehen zwischen deinen Händen. Dein Astralkörper wehrt sich. Iolaos kann es genauso spüren, während ihr weiter auf die schroffen Hügel zugeht. Der Wald hinter euch, der sich teilt zu beiden Seiten, wenn ihr einmal umblickt. Der Mahaitam ist wohl mit verdorbenem Moos überwachsen. Talaschin, das Blutblatt, was ihr hier wieder erkennen könnt, was euch in der letzten Zeit etwas öfter begleitet hat. Der gewaltige Kiefer vom Maul ist wohl gebrochen, einfach abgerissen. Und die Borke rissig, abgeblättert. Ganz ohne Leben wirkt dieses Ungetüm. Na, wobei, eins der Spinnenbeine zuckt. Ganz kurz nur. Bewegt sich. Seht ihr das? Ja, leider. Ist noch Leben drin. Diese Dinger können einfach nicht sterben. Oder das können sie. Wir haben gesehen, wie sie können. Ja. Wir sollten aber jetzt nicht über diese Themen reden. Nicht über Lust, das Ding umzubringen. Na, vielleicht auf dem Rückweg. Ein umgestürzter Holzpfeiler, der hier wohl zum Algenpfuhl ausweist. Eine Taverne. Und während ihr euch umseht, auch die Felsen noch einmal, die schroffen Hügel nach oben blickt, natürlich auch nochmal mit dem Hintergrund, die Szenerie, die schwarze Sichel, die ihr in einiger Entfernung noch entdecken könnt. Vielleicht das Einzige, was euch noch in dieser Globule, in dieser Dimension hält. Oder zumindest sieht es so aus, als ob das der letzte Ankerpunkt wäre, von der falschen Seite aus gesehen. Könnt ihr erkennen, wie über euch ein riesiger, gigantischer Karakil aufsteigt. Von der Taverne mit einem Magier darauf.